Liebe Abby, ich habe dich heute gesehen, wie du aufgewacht bist. Ich habe kein bisschen geschlafen letzte Nacht. Du warst zu fesselnd. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, dir zuzusehen. Ich konnte mir nicht helfen. Sobald ich jedes Mal versuchte wegzusehen, schienen sich meine Augen nach ein paar Sekunden wieder auf dich zu richten. Weißt du siehst noch bezaubernder aus, wenn du schläfst. Du wärst überrascht, wie viel man über die Persönlichkeit von jemandem lernen kann, nur wenn man sie beim Schlafen beobachtet. Ich war mehrmals in Versuchung, aus dem Lüftungsschacht herauszukommen, um dich besser betrachten zu können, aber ich widersetzte mich dem Drang. Ich konnte nicht zulassen, dass du mich bemerken würdest. Zumindest jetzt noch nicht. Du schienst heute Morgen recht viel Zeit im Badezimmer zu verbringen. Ich vermutete, dass du duschen warst oder dir Make-up aufgetragen hast. Warum würdest du so etwas tun, Abby? Jede Möglichkeit, dein natürliches Aussehen zu verändern, würde deine wahre Schönheit verdecken. Warum würdest du so etwas tun wollen? Willst du nicht, dass die Welt das sieht, was ich in dir sehe? Kurz danach bist du auf Arbeit gegangen. Zumindest vermute ich das. Nach gründlichem Nachdenken entschied ich mich, den Schacht zu verlassen. Ich schob meine Hand durch eine der Schlitze und versuchte, eine der Schrauben zu ertasten. Die Oberfläche des Schachtes war sehr glatt, sodass ich die Schraube leicht finden konnte. Ich ergriff sie und drehte so fest ich konnte, und schließlich war ich in der Lage, diese herauszunehmen. Das tat ich mit den anderen Schrauben und endlich konnte ich das Gitter lösen. Als erstes ging ich rüber zum Badezimmer. Ich warf schnell alles weg, was dein Gesicht abdecken könnte. Das Zeug widert mich an. So wird jeder sehen können, wie du wirklich bist. Ich habe auch noch etwas anderes gefunden. Deine Haarbürste. Ich nahm sie mir und brachte sie nahe an mein Gesicht, um sie zu untersuchen. Es war ein stumpfes Blau mit einem dicken, runden Griff. Aber das war nicht das, was mich interessierte, sondern deine Haare. Ich brauchte ein paar Minuten, um jedes einzelne herauszufingern und sie auf deine Ablage aufzureihen. Ich zählte sie. Es waren 59. Dies erfreute mich sehr. Ich scheffelte sie schnell zusammen und steckte sie in meine Hosentasche. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mich durch deine Sachen zu wühlen, um mehr über dich, deine Interessen und so weiter herauszufinden. Ich nehme an, du bist ein großer Filmfan, Abby? Ich habe deine Sammlung hinten in deinem Schrank gefunden. Ich muss schon sagen, sie war ziemlich beeindruckend. Ich habe auch noch etwas anderes gefunden, was mich jedoch sehr mies gestimmt hat. Ein Bild von einem anderen Mann. Es ekelte mich an, es überhaupt nur anzusehen. Er hielt dich so, als ob er dich besitzen würde. Ich bin der Einzige, der dich haben kann, Abby. Niemand sonst. Ungefähr um 20.30 Uhr überlegte ich mir, wieder zurück in den Schacht zu gehen, da es ungefähr so weit war, dass du wieder zurück von der Arbeit kommen würdest. Dann hatte ich eine andere Idee. Ich blickte zu deinem Bett. Die Decken hangen so weit nach unten, um den Boden zu berühren, sodass du nicht unter das Bett sehen konntest. Außer sie würden nach oben gezogen werden. Zuerst schraubte ich das Gitter des Schachtes wieder an, und dann kroch ich mit einem Lächeln unter dein Bett und wartete darauf, dass du wieder nach Hause kommen würdest. Als du das dann auch schließlich getan hast, sahst du total bleich aus und ich bemerkte, dass noch jemand anderes hinter dir hereinkam. Sie sprach mit dir darüber, dass sie Geräusche aus deinem Zimmer während des Tages gehört haben. Ich schrie mich innerlich an. Ich musste von nun an viel vorsichtiger sein. Unter das Bett zu gehen, war aber eine gute Idee, da dein erster Gedanke war, den Lüftungsschacht zu prüfen. Du danktest der Person und diese ging dann. Endlich waren du und ich alleine. Still lungerte ich herum, bis du ins Bett gegangen bist. Es schien wie eine Ewigkeit, bis das passierte.
Ich wollte diese Nacht einen genauen Blick auf dich werfen. Und dies war meine Chance. Du bist ins Bett gegangen und hast das Licht ausgemacht. Ich war jedoch bedächtig. Ich wartete für ein paar Stunden, um sicherzugehen, dass du auch wirklich schlafen würdest. Und als ich mir sicher war, glitt ich langsam unter dem Bett hervor. Und dann sah ich dich. Du sahst absolut atemberaubend aus. Jede Kurve deines Körpers war perfekt. Jedes kleinste Detail war wunderschön. Ehrfürchtig sah ich dich an. Ich ließ meine Hand dir näher kommen und fing an, dein Gesicht zu streicheln. Es war weich wie Seide. Ich fühlte, wie ein Teil von mir immer härter wurde. Deine Schönheit war überwältigend. Langsam ließ ich meine Hand nach unten gleiten und fing an, mich zu befriedigen. Ich versuchte, mich zu beherrschen, um dich nicht aufzuwecken, aber ich konnte mir nicht helfen. Ich war in purer Ekstase. Alles an dir war perfekt. Plötzlich schienst du dich zu drehen und aufzuwachen. Erschrocken flüchtete ich schnell wieder unter das Bett und versuchte, so still wie möglich zu sein. Ein paar Sekunden später sah ich dich, wie du aus dem Bett stiegst und dich umschautest. Ich konnte deine Panik spüren, auch wenn ich dich nicht ansah. Du solltest dich aber ruhig fühlen, wenn ich bei dir bin, Abby. Ich beschütze dich, Abby. Niemand außer mir wird dich jemals berühren. Ich würde für dich töten, Abby. Ich ging sicher, heute besser aufzupassen. Du hast gar nicht meinen Brief von gestern hereingebracht, beziehungsweise überhaupt irgendwelche Post. Du hast wahrscheinlich deinen Briefkasten nicht geleert. Ich werde das aber ändern. Diesen Brief werde ich morgen auf deinen Schreibtisch liegen lassen. Oh, ich habe was vergessen. Ich bereite etwas Besonderes für dich vor. Schau in deinen Schrank, nachdem du das hier gelesen hast. Für immer deins, Jay.